War doch noch irgendwo so eine Notiz, die hatte ich doch vorhin mitgenommen. War das hier oben? Hier oben war der Hammer, ne? Genau. Irgendwo so eine Audionachricht, so ein Audiolog mitgenommen gehabt. Kann sein, dass ich ihn schon eingesammelt habe. Ich dachte, der war hier irgendwo. Hier in der Nebenkammer war auch noch einer. Den habe ich nicht eingesammelt, das weiß ich. Der leitende Wissenschaftler muss verschwinden. Er hat das gesamte Projekt mit seiner Offenbarung gefährdet. Wir werden jetzt alle Bemühungen auf das Shuttle setzen. Na dann. Gucken wir hier nochmal nach Viechern, aber hier scheint Ruhe zu sein. Dann gehen wir mal wieder runter. Hier lang, glaube ich. Jetzt sind wir... Ach du Scheiße. Das sieht nicht so gesund aus hier. So absolut nicht. Suppe. Oh, warum nicht? Ich bin nicht gut genug. No. Eisenerz. Oh. Das war wohl nichts. Na ja. So, um geht's. Zu einfach. Naja, im Prinzip ja, tatsächlich. Metallschrott, Schnaps mal 10. Die Fackel ist ausgeburnt. Schalter drücken. Moment, ich speichere nochmal richtig ab. Auf der 3. Oh weia, oh weia. Will ich das? Ich sag mal nee, aber... Mal gucken. Holy Macaroni. Naja, bei 34 Fackeln sollte das machbar sein. Da geht's nochmal runter, und zwar ein ganzes Ende. Und hier kommen wir ursprünglich, glaube ich, ne? Ja. Ist nur ein anderer Weg. Da steht eine Brause, da steht eine Brause. Oh, Schrott. Das eine Schrott, des anderen Treasure. Looten, looten, looten. Looten, bis der Arzt kommt und wieder geht. Charott. Nochmal Charott. Oh. Achso. Okay.
Da gehen wir dann auch gleich runter. Ich will nur hier oben tatsächlich nichts vergessen. Also auf der Ebene, sagen wir es mal so, weil... Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Ja. Oh, gruselig. Ja, tatsächlich ein wenig. So, jetzt haben wir die Runde rum. Dann gehen wir mal hinunter. Hauptsache, uns fällt nicht die Decke auf den Kopf. Oder unten erwartet uns Schlimmeres. Wahrscheinlich Letzteres. Oh fuck, ich höre schon wieder... Achtung! Ja, genau. Genau das. Wieso ich... Der ist schön geflogen. Da haben wir das Öl fast doch mal gut genutzt. Anleitung für mächtigen Heiltrank. Fragt man sich immer, wie die Viecher hier unten überleben. Ich meine, da war ein Deckel drauf. Die Frage ist, wer weiß, wie lange. Oh oh. Viel Muni habe ich nie mehr. Sehe hier unten Elex. Gar nicht mal wenig. Ich höre schon wieder Viecher. Danke. Ach, guck mal. Sehr gut. Das Ding hier wird mir noch gute Dienste leisten. Dann lässt sich das ja tatsächlich machen. Dawkins Memoiren. 5517. Huh. Nun. Aber ich habe hier keinen Tresor gesehen. Heißt, wir haben irgendwo einen Tresor übersehen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich euch.
fucking dunkel hier unten. Ist die Frage, wo hier ein Tresor sein soll. Wenn, dann wahrscheinlich weiter oben, den wir schon längst geknackt haben. Behaupte ich jetzt mal. Das Einzige, was hier noch rumstand, war eine Truhe, aber da war kein digitales Lock dran. Gefährliche Gegend. Ja, so ein bisschen. Oh. Kannst mal sehen. Was das früher wohl mal war? Boah, gute Frage. Irgendeine Fabrikhalle. Atomschutzbunker. Wer weiß, wer weiß. Dann auf ins Lager der Mitte. Dann können wir jetzt tatsächlich mal am Jet was machen. Mal sehen, was das bringt. Sag mal. Ich habe eine passende Reaktorspule für den Gleiter gefunden. Hey, das ist... Ja, das grenzt an ein Wunder. Naja, fast. Ich mache mich sofort an die Arbeit und baue das Ding ein. So, da sind wir. Sieht ganz so aus, als hätte ich in der letzten Schlacht wesentlich mehr tödliche Treffer erzielt als du. Fängst du jetzt damit an, die freien Menschen zu schonen? Wie oft waren wir jetzt schon gemeinsam auf der Jagd, bei der ich klar der Bessere von uns beiden war? Du wirst schwach, Jax. Ein inakzeptables Verhalten. Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte man vermuten, du hättest deine Elex-Rationen abgesetzt. Sind das etwa erste Anzeichen von Emotionen für die freien Menschen? Sprich nicht so mit deinem Bruder. Deine Familie war stets über jeden Zweifel erhaben, Kallax. Die Order des Hybriden war mehr als eindeutig. Kampf dem Verrat. Keine Macht den Separatisten. Bei ersten Anzeichen von Emotionen innerhalb der Armee muss Meldung gemacht werden. Familie oder nicht. Du weißt selbst, dass wir wachsam sein sollen, Vater. Ja, und wir werden sie befolgen. Doch du hörst jetzt auf, an der falschen Stelle nach Verrätern zu suchen. Er tut nur seine Pflicht, Vater. So wie wir alle. Ja, unsere Pflicht. Doch am Ende müssen noch genug von uns da sein, damit diese Pflichten verrichtet werden können. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Naja, eine Sache macht mir aber immer noch Sorgen. Was denn? Ich sag's dir, wenn ich mir sicher bin, okay? Je eher ich mich dran setze, umso schneller bin ich fertig. Nice. Und wieder mal ein Flashback. Na, kann ich immer noch das Ding durchlaufen? Wahrscheinlich schon. Ist irgendwie lustig und nicht so schön zugleich. Sagen wir mal, wie es ist. Ist ja nett. Okay, da kriegen wir Bescheid, wenn es soweit ist. Wie geht es dir? Alles gut, danke der Nachfrage. Na dann. Gehen wir eine Runde pennen. Was ist das hier eigentlich für ein Torbogen? Achso, ich glaube, ich weiß. Ja, genau. Der Keller hier mit... Ich erinnere mich. Jackson, Arx und das letzte Abendmahl hier.
Und wir haben ein Level-Up gehabt, ne? Komm gleich nochmal schauen, was wir so skillen. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Jo, nicht nur fast. Hey, hast du dir schon einmal überlegt, was du machst, wenn das alles hier vorbei ist? Wenn ich ehrlich bin, habe ich bisher eher relativ kurzfristige Pläne. Warum fragst du? Weißt du, ich habe ja mein ganzes Leben lang kämpfen müssen. Auf Magalan kannst du nur überleben, wenn du stark genug bist. Ja, und man muss sich schon aussuchen, mit wem man befreundet ist. Denn ohne Hilfe von wirklich guten Freunden überlebt man in der Regel nicht lange. Ja, und dann stellt sich die Frage, wem man sein Leben anvertraut die nächsten Jahre, meine ich. Nicht wahr? Ja. Naja, irgendwann wird es eben Zeit, dass, Und was hast du dir da vorgestellt? Ach komm schon, du weißt doch, was ich meine. Aha, aha, aha. Ich denke, ich bin nicht der Richtige für dich. Dann war noch etwas Zeit. Ach ja, kleine Ansage wie vorhin, schon mal gedacht, das ist wieder so bei Anspielungen. Ich meine, Alex ist ab 12, wie gesagt, aber... Ja, und für mich ist es genauso. Wir sind mehr als nur Freunde. Wirklich? Oh, das ist... Das freut mich, dass du das so siehst. Ja. Hör zu, wir sollten in Ruhe darüber sprechen. Am besten ungestört. Ja. Ja, das sollten wir. Okay. Kaya verlässt die Gruppe. Nein! So, da wären wir. Ja. Hauptsache, schmeißen sie vom Turm. Wir. Du bist unsicher, aber das brauchst du nicht. Ich bin nicht so gut in solchen Sachen. Ja, ich weiß. Hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn da mehr gewesen wäre bei einem Spiel ab 12. Aber wie gesagt, bei Piranha... 3-2-1 bei Piranha Bytes weiß man das nie so genau. Die steht auf dem Bett, okay. Errungenschaft Romantiker. Du weißt, dass ich dich liebe, oder? Ja. Ich wollte es nur noch einmal gesagt haben. Aha. Na, dann komm mal mit. Mitkommen. Alles klar. So... Dann haben wir ja die beste Hilfe an unserer Seite hier jetzt überhaupt, die wir kriegen können. Beste Hilfe. Ich kann nicht mehr reden. Wieso habe ich keine Klamotten an? Hat sie uns beklaut? Einen Ring haben wir anbehalten. Immerhin. Wie sieht es eigentlich mit unserer Kohle aus? 9,4. Sollte auf jeden Fall Munition holen. Muni. Granaten. Man müsste auch Begleiter ausrüsten können. Das wäre gut. Zeig mir deine Ware. Natürlich.